Herzlich willkommen, liebe Studierende, zum letzten kurzen Input-Video unseres Seminars Sprache und Diskriminierung. Heute wollen wir uns mit diesem tollen Buch von Anatol Stefanowitsch eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen, beschäftigen. Das Thema ist also Political Correctness. Und zunächst mal müssen wir uns klar machen, dass Political Correctness aus zwei Richtungen betrachtet werden kann. Einmal als ein Programm, das gezielt verfolgt wird. Zum anderen ist es aber auch als eine Art Stigma zu beschreiben. Um zu erklären, was ich meine. Eben zunächst mal gibt es natürlich Vertreterinnen und Vertreter des Programms der Political Correctness, die ganz programmatisch verzichten auf diskriminierenden Sprachgebrauch und sich aktiv dagegen einsetzen. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie der Begriff Political Correctness typischerweise gebraucht wird und wer ihn prominent gemacht hat, dann ist es vor allem so, dass der von rechter Seite benutzt wird, um genau diese AktivistInnen gegen diskriminierenden Sprachgebrauch zu diskreditieren. Es ist also zunächst mal oder in erster Linie ein Vorwurf der Political Correctness. Die Politikwissenschaftlerin Auer hat es auch mal als ein Stigma-Wort beschrieben, das eben verwendet wird, um antidiskriminatorische Haltungen und Engagements zu diskreditieren. Also es hat zwar schon so begonnen in den USA ursprünglich, dass Menschen das aktiv und affirmativ verfolgt haben, ist dann aber sehr schnell gekippt, dass sie sozusagen die Gegenseite das zum Vorwurf gemacht hat und diskreditiert hat. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, Sie kennen vielleicht den ehemaligen Nachrichtensprecher Peter Hane, der dieses Buch hier geschrieben hat, Rettet das Zigeunerschnitzel, Empörung gegen den täglichen Schwachsinn, Werte, die wichtig sind, wo wir genau das hier haben. Hier ist zwar nicht explizit von Political Correctness die Rede, aber das Zigeunerschnitzel, was neben dem Mohrenkopf und anderen Dingen bestimmt so ein Symbol ist für Ausdrücke, die ins Visier der politischen Korrektheit geraten sollen. Dieses Symbol wird hier aufgerufen und es wird eben als ein täglicher Schwachsinn hier abgewertet, dass man genau gegen solche herabwürdigen Bezeichnungen wie Zigeuner vorgeht und sich dagegen einsetzt oder sich dafür einsetzt, dass darauf verzichtet wird. Ja, und interessanterweise wird sozusagen das Beharren auf einem diskriminierenden Ausdruck hier als Werteorientierung ausgegeben. Ja, ein ganz typisches Muster. Und es ist nun so, dass was passiert hier also? Es geht hier darum, dass politisch korrekte Sprache stigmatisiert wird. Und das bedeutet in letzter Instanz, dass damit die sprachliche Herabwürdigung bestimmter Gruppen verteidigt wird. Und genau diese Verteidigung von sprachlicher Herabwürdigung, die ist als solche moralisch kritisierbar. Das ist das Grundargument von Anatol Stefanowitsch. Also wir finden hier einen interessanten Berührungspunkt von Linguistik, Sprachtheorie und praktischer Moralphilosophie. Deswegen sagt eben Stefanowitsch, dass politische Korrektheit eine Frage der Moral sei, und er formuliert, das haben Sie gelesen, die goldene Sprachregel, die ganz simpel ist: stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man sich an ihrer Stelle darstelle. Oder positiv formuliert, stelle andere sprachlich stets so dar, wie du wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstelle. Das ist sehr einfach und plausibel, unmittelbar einleuchtend, und es gibt wenig Möglichkeiten, da wirklich gezielt und überzeugend dagegen zu argumentieren. Allerdings stellt sich jetzt nun eine Frage, wenn wir rausgucken in die Welt, wie verbreitet doch diskriminierender Sprachgebrauch tatsächlich ist. Warum wird denn eigentlich so oft und auch so systematisch gegen diese eigentlich einleuchtenden Regeln verstoßen? Wie kommt es, dass Menschen sich so systematisch widerstreitend zu einer eigentlich einleuchtenden moralischen Regel verhalten? Und da führt Stefanowitsch eine Reihe von Gründen an. Ich möchte mal nur das hier nennen. Es gibt überkommene Sprachgebräuche, das haben Sie gesehen in der Ungleichverteilung von Schimpfwörtern für bestimmte Gruppen, und das Ganze verweist natürlich auch auf bestimmte Machtverhältnisse.
Es gibt eben Mehrheitsgesellschaften, die Zugang zu Ressourcen haben, und Minderheiten, die diesen Zugang nicht haben, materielle, aber auch symbolische Ressourcen. Und das ermöglicht das, was Stefanovic nicht so nennt, aber er beschreibt es so ähnlich, so eine unreflektierte Nebenbei-Diskriminierung. Ja, die es uns ermöglicht, dass wir eben, ohne dass wir groß darüber nachdenken, so ein Wort wie Zigeuner benutzen, wenn wir ein Gericht damit bezeichnen wollen, was, ohne dass es uns möglicherweise auffällt, sehr wohl diskriminiert und Menschen Leid zufügt. Und das ist eben etwas, was traditionell abgesichert ist, ja, und traditionell überkommen ist, ja, und an dieser Stelle gilt es anzusetzen. Und da gibt es so eine Reihe von moralischen Forderungen, die man dann treffen kann. Das wäre sozusagen das Programm, mit dem man politisch korrekte Sprache mit Inhalt füllen kann, wie Stefanovic es vorschlägt. Es gilt, den Betroffenen zuzuhören. Es gilt, unnötige Pauschalisierungen zu hinterfragen und vielleicht auch auf sie zu verzichten. Das heißt im Konkreten, wir sollten Menschen nur dort als Gruppe ansprechen, wo der Zusammenhang es erfordert, und ansonsten eben doch Individuen als Individuen tatsächlich adressieren, so wie wir auch von uns, für uns selber das erwarten würden, dass wir als Individuen adressiert werden. Interessant ist, dass Stefanovic noch als Sprachwissenschaftler argumentiert, dass wir die Urteile über den diskriminierenden Gehalt bestimmter sprachlicher Ausdrücke natürlich auch wissenschaftlich prüfen und zusätzlich stützen können, zum Beispiel durch korpuslinguistische Methoden, indem wir uns anschauen, mit welchen Attributen eigentlich das N-Wort typischerweise versehen wird. Ja? Sie kennen vielleicht dwds.de. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, da können Sie einmal das N-Wort eingeben und dann die Analyse reproduzieren, die er hier in diesem Büchlein vorschlägt oder die er berichtet. Dann gilt es in Fortsetzung zur ersten Forderung, den Betroffenen zuzuhören, auch selbstgewählte Selbstbezeichnungen zu respektieren. Und dazu muss man eben den Personen zunächst mal zuhören und sie danach fragen, wie sie denn genannt werden möchten und wie sie sich selber nennen. Und letztlich zielt alles darauf ab, und das ist das Interessante daran, es geht darum, strukturelle sprachliche Ungleichheiten zu beseitigen. Wie gesagt, es geht darum, dass es sowas wie eine Nebenbei-Diskriminierung gibt, die eben deswegen möglich ist, weil es strukturelle sprachliche Ungleichheiten gibt. Die müssen zunächst mal über die Bewusstseinsschwelle gehoben, reflektierbar gemacht werden, damit sie dann auch beseitigt werden können. Das ist das Programm, was Stefanovic vorschlägt. Und er schließt mit einem wunderbaren Appell, den ich hier gerne nochmal zitieren möchte. Wer keinen Hass empfindet, wer nicht herabsetzen will, für den sollte es selbstverständlich sein, sprachliche Ausdrücke zu meiden, die von anderen als Hass erfüllt oder herabwürdigend empfunden werden. Wenn wir uns darauf einigen könnten, wäre nicht alles gut und die materielle Diskriminierung betroffener Gruppen noch lange nicht beseitigt. Aber ein Bemühen um eine nicht diskriminierende Sprache wäre ein Zeichen, dass wir überhaupt Gleichheit wollen. Eine letzte Bemerkung dazu. Hier wird angesprochen ein Argument, was eine Argumentationsfigur, die in der Metareflexion als Whataboutism bezeichnet wird. Ja, Sie kennen vielleicht das Argument, es nützt ja nichts, das gendergerechte Sprache einzuführen, wenn der Gender Pay Gap ja doch bestehen bleibt. Ja, man muss gucken, dass man materielle Diskriminierung beseitigt, und das Sprachliche kann nur an der Oberfläche kratzen und kann nur Stückwerk sein. Ja, aber es hat eben eine symbolische Ausstrahlungskraft, dass wir eben auch auf dieser vergleichsweise einfach zugänglichen Ebene des Sprachgebrauchs eben auch Gleichheit wollen und auch antidiskriminatorisch eingestellt sind. Ja? Das in aller Kürze die wichtigsten, in meinen Augen die wichtigsten Punkte aus diesem Buch. Ich bin gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Bis dann. Tschüss.